herzlich willkommen bei Alpha Centauri. Also heute, das wird eine Sendung, fast könnte man sagen, wir machen Inventur. Jetzt nicht Inventur von Alpha Centauri, was für Themen wir schon abgearbeitet haben, sondern wir machen mal Inventur im Kosmos. Wir machen mal eine Inventur, was ist eigentlich in diesem Universum drin? Und Sie werden sehen, dass bereits einfachste Überlegungen des gesunden Menschenverstandes dazu führen, dass man einigermaßen versteht, was kann in diesem Universum eigentlich drin sein. Und Sie werden lernen, dass es einen großen Unterschied macht, wann man diese Frage stellt. Also ob man die Frage stellt, was ist jetzt im Universum, oder ob man die Frage stellt, was ist im Universum, als das Universum zum Beispiel nur 2 Sekunden alt war. Da hat sich nämlich die Zusammensetzung des Universums dramatisch verändert, von damals bis heute. Also die Sendung heißt heute, woraus besteht das Universum? Und naja, wir können ja schon mal anfangen. Während ich das hier schreibe, können Sie sich das schon mal überlegen, was steht dahinter? Männer, Frauen, Bäume, Lebewesen, Steine, Planeten, Sterne, Galaxien, Galaxienhaufen, Galaxien-Superhaufen, Galaxien-Super-Duper-Haufen, intergalaktisches Medium, Medium zwischen den Haufen, Medium, ja, bringen wir es zusammen, ganz einfach. Das Universum besteht heute, Sie, ich, alle hier im Studio, alles Material, alles um Sie herum besteht aus. Jetzt wird es fast schon lächerlich, aber ich denke, ich fange mal so an, weil wir werden nachher dann schon systematisch weniger lächerlich werden. Elektronen, das sind die negativen Teilchen. Protonen, das sind die positiven Teilchen. Neutronen, die sind weder positiv noch negativ, die sind elektrisch neutral. Die Elektronen rasen um die Protonen und Neutronen rum. Protonen und Neutronen sind den Atomkern. So. Wie viel davon gibt es im Universum? Da sage ich Ihnen eine Zahl, 10 hoch 80, also eine 1 mit 80 Nullen. Das ist die Anzahl der Elementarteilchen im Universum. Tja, damit haben wir schon mal was. Wie kommt der da drauf? Na ja, ganz einfach. Ich bin da. Das ist der Punkt. Dass dieser Planet existiert, das ist der Punkt. Dass dieses Sonnensystem existiert, das ist der Punkt. Denn wenn das Material im Universum dichter wäre, als das, was wir sehen. Ach so, also machen wir es mal anfangen. Okay. Sie schauen an den Himmel, Sie sehen Sterne, von denen man Ihnen zum Beispiel erzählt, die seien Lichtjahre weg, Ewigkeiten weg. Ein Lichtjahr ist ja sehr weit, das sind ja Billionen Kilometer. Wie kommt das Licht von dem Stern zu uns? Nun, viel kann zwischen uns und diesem Stern nicht sein an Material, sonst käme das Licht nicht zu uns. Erstens, schon mal wichtig, also ist der Weltraum offenbar eher leer. Heutzutage hat das Universum eine mittlere Dichte von einem Teilchen pro Kubikmeter, so gut wie gar nichts. In einem Kubikzentimeter Luft sind 10 hoch 20 Teilchen drin, müssen Sie sich mal überlegen. Sie nehmen mit einem Atemzug eine Unmenge an Teilchen auf. Okay, also zwischen uns und diesem Stern kann nicht viel sein, sonst würde das Licht nicht zu uns kommen. Ist klar. Es wird aber noch besser und es geht darum, dass Sie existieren können auf einem Planeten, der Erde heißt. Es geht nämlich darum, dass dieser Planet Erde offenbar vor 4,5 Milliarden Jahren entstanden ist. Und dass wir Zeugnisse haben von Lebewesen auf unserem Planeten so, na, sagen wir mal, so 3,9 Milliarden Jahre. Die Erde ist offenbar nicht während dieser 3,9 Milliarden Jahre nennenswert der Erde näher, der Sonne näher gekommen oder von ihr irgendwie, hat sich von ihr entfernt. Im Wesentlichen waren die Temperaturgegebenheiten auf unserem Planeten in den letzten Milliarden Jahren mit leichten Schwankungen konstant. Wie kommt das? Wieso bremst die Erde nichts ab auf ihrem Weg um die Sonne herum? Ganz einfach, weil da nichts ist. Also so gut wie nichts. Es ist schon was da, aber es ist eben so gut wie nichts da. Also mit anderen Worten, es gibt offenbar kein Material, was reibt. Was also die Planetenbewegung in 4,5 Milliarden Jahren nennenswert hätte abbremsen können. Denn wenn die Erde abgebremst worden wäre bei ihrer Umdrehung um die Sonne, ja, Umkreisung, um es genau zu sagen, dann wäre sie ja näher an die Sonne gekommen. Denn die Position eines Planeten in einem Gravitationspotenzial um einen Stern hängt ja davon ab, wie stark der Stern zieht, einerseits, und auf der anderen Seite, wie groß die Rotationsenergie des Planeten ist, während er sich um diesen Stern herum bewegt. Also können wir schon mal feststellen, seit Milliarden Jahren kann die Umgebung der Erde nicht viel dichter gewesen sein, ansonsten hätte sie Drehimpuls verloren, sie wäre ja abgebremst worden durch die Bewegung durch das interstellare Medium. Können wir also schon mal ausschließen. Bingo, wunderbar. Na, da haben wir das ja schon mal geklärt, warum es offenbar im Universum in den letzten Milliarden Jahren so dünn gewesen ist, warum es so dünn gewesen ist, die Dichte, also warum die Dichte so niedrig gewesen ist, warum das interstellare Medium so dünn sein muss. Das muss es auch. Wissen Sie auch warum? Na, ganz einfach.
Wenn es nicht so dünn wäre, sondern dichter, dann gäbe es uns nicht. Wenn das interstellare Medium heute noch so dicht wäre, wie zum Beispiel zu der Zeit, als die Milchstraße entstand, vor, sagen wir mal, 10, 11 Milliarden Jahren, dann würde es uns nicht geben, weil dann würde es keine Sterne geben. Denn die Sterne sind ja verdichtetes interstellares Material. Das muss ja irgendwo herkommen. Das heißt, die Tatsache, dass wir existieren, setzt voraus, dass gewisse Prozesse sich abgespielt haben müssen. Deswegen ist es auch kein Wunder, dass Lebewesen wie wir, die über eine gewisse Intelligenz verfügen, einen Himmel sehen, der A, dunkel ist, darüber haben wir ja schon gesprochen, und B, wo das Universum mehr oder weniger durchsichtig ist. Das muss so sein. Denn wenn es nicht so wäre, dann wären diese Lebewesen gar nicht da, weil sich nämlich keine Sterne gebildet hätten aus dem Material, was vorher ja relativ gleichmäßig verteilt war. Ich meine, ich rede die ganze Zeit nur über eines, nämlich über leuchtende Materie. Also über normale Materie, so ein Kram wie Sie und ich. Also nochmal, Proton, Elektron, Neutron. Alles, was wir sehen im Universum mit unseren Teleskopen, aber auch natürlich mit dem bloßen Auge, was wir erkennen können, das ist normale Materie. So ein Zeug wie Sie und ich. Das ist aber nur ein winziger Anteil von dem, was tatsächlich da draußen ist. Es gibt natürlich normale Materie, die überhaupt nicht leuchtet. Also die so dunkel ist, dass man sie quasi überhaupt nicht irgendwie entdecken kann. Sie ist A, dunkel. Und warum ist sie dunkel? Weil ihre Temperatur sehr niedrig ist. Und auf der anderen Seite, weil sie sehr, 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 sehr weit verteilt ist. Und damit eine außerordentlich geringe Dichte hat. Und man wahnsinnig große Sichtlinien durch das intergalaktische Medium braucht, um überhaupt was aufsammeln zu können an Photonen. Ne? Meine, wenn Sie sich das jetzt mal überlegen. Ich stehe ja hier unter mehreren Photonen duschen. Ja? Von allen möglichen Seiten knallen die Photonen dieser Scheinwerfer auf mich runter. Wenn Sie da draußen im Interstellar ist der Raum zwischen den Sternen, intergalaktisch ist der Raum zwischen den Galaxien. Der ist ja noch dünner. Das heißt, die Dichte ist noch niedriger da draußen als hier in der Milchstraße. Das muss auch so sein. Wissen Sie warum? Wenn es nicht so wäre, wären wir nicht da. Gleiche Argumentation wie vorher. Denn nur weil das intergalaktische Medium so dünn ist heute, konnten sich die Galaxien bilden. Denn das Material, aus dem die Galaxien sich gebildet haben, stammt ja aus dem Raum zwischen den Galaxien. Also ohne die Bildung von Galaxien wird es keine Sterne geben, ohne Sterne wird es keine Planeten geben, ohne Planeten wird es keine Lebewesen geben und so weiter. Ich meine, das war doch jetzt hinreichend überzeugend, das will ich doch hoffen. Ja? Also die leuchtende Materie, das haben wir quasi durch. Das sind 10 hoch 80 Elementarteilchen. Damit haben wir einen wesentlichen Teil, meinen Sie vielleicht, weil es so schöne Fotografien produziert, erledigt. Ich muss Ihnen aber leider sagen, das ist noch gar nichts. Es muss noch was ganz anderes da sein. Nicht baryonische, dunkle Materie. Materie, die man überhaupt nicht sehen kann und niemals sehen wird. Die nur spürbar ist durch ihre Schwerkraft. Jetzt habe ich das Wort schon verwendet, nicht baryonische, dunkle Materie. Davon muss es 10-mal mehr geben als von der baryonischen Materie. Baryonische Materie ist diejenige, die mit Strahlung wechselwirkt. Also hier so ein Material wie ich zum Beispiel. Ne? Kohlenstoffeinheit Harald Lesch, ja, wird von Photonen beschossen, dann wird er warm. Ja? Die Oberflächentemperatur wird sicherlich ansteigen, auch meine Strahlung wird sich verändern, wenn ich also ganz, ganz hohe Temperaturen annehme. Naja, also, aber es ist Ihnen klar, was ich meine. Ja? Nicht baryonische Materie allerdings, die wechselwirkt mit Strahlung überhaupt nicht. Nicht die Bohne, ja? Gar nichts. Das Einzige, was sie tut, ist, sie ist schwer. Sie zeigt sich im Universum durch ihre Schwerkraftwirkung. Und wenn man sich also anschaut, wie sich die leuchtende, also die baryonische Materie, also wie sich die baryonische Materie bewegt, dann weiß man, es muss dunkle Materie geben, die viel, 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 viel häufiger ist als die leuchtende Materie. Aber die darf nicht, auf keinen Fall, aus dem Zeug bestehen, aus dem die leuchtende Materie besteht, nämlich Protonen, Elektronen und Neutronen. Was können wir da haben? Naja, zunächst einmal etwas, was hier jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob Sie es hier im Studio merken, meine Herren, nee, nicht der Fall. Wir werden ständig durchschossen von nicht baryonischer Materie, nämlich von Neutrinos. Die kommen aus dem Sonneninnern und entstehen dort bei den Fusionsreaktionen. Also pro Quadratzentimeter, pro Sekunde durchschießen mich hier Billiarden von Neutrinos. Merken Sie das jetzt? Nicht wirklich. Woran liegt das? Neutrinos haben praktisch überhaupt keine Wechselwirkung mit normaler Materie. Deswegen hatte man eine Weile die Neutrinos im Verdacht als die nicht baryonische Dunkelmaterie. Leider Gottes haben die so wenig Masse, die Neutrinos, dass sie es auch nicht sein können. Aber von diesen Neutrinos gibt es eine erhebliche Menge im Universum. Sehr, sehr, sehr viel.
Nun, neben der leuchtenden Materie und den Neutrinos als nicht baryonischer dunkler Materie, die aber noch nicht ausreicht, gibt es ja noch was anderes, nämlich Strahlung. Bevor ich auf den Grund für die nicht baryonische dunkle Materie komme, wie wir glauben, dass es heute ist, die Neutrinos können es nicht sein. Ich will es nochmal sagen, die Masse ist zu gering, die Geschwindigkeiten sind zu groß, die können höchstens verantwortlich sein für Bildungen von Galaxienhaufen oder sowas, aber nicht von kleinen Galaxien, das kann es nicht reichen. Denn die baryonische Materie, das ist leuchtende Zeug, was wir heute auf den Fotografien sehen, das muss ja irgendwie sich zusammengetan haben. Es muss ja unter einer Schwerkraftwirkung, muss es ja kollabiert sein. Und das kann ja nur die dunkle Materie erledigt haben. Aber um eine Galaxie zu machen, braucht man kalte dunkle Materie. Aber ich will noch einen Moment zurückgehen. Inventur, wir machen weiter. Also wir haben baryonische Materie, leuchtend, nicht baryonische Materie, mindestens die Neutrinos. Was haben wir noch? Strahlung. In jedem Kubikzentimeter Universum sind heutzutage 400 Photonen von der Hintergrundstrahlung drin. Neben diesen 400 Photonen gibt es natürlich noch jede Menge Photonen von den Sternen, jede Menge. Klar, gibt ja sehr viele Sterne. Wie viele? Ach so, 100 Milliarden Sterne pro Milchstraße rechnet man und man rechnet ungefähr so 100 Milliarden Milchstraßen. Also können Sie auch wieder in Ihre Liste eintragen, aber das ist ja alles leuchtende baryonische Materie. Ne? Ja, dann haben wir also Strahlung, Neutrinos, leuchtende Materie und dann? Kommen wir jetzt zur kalten, dunklen Materie. Was das ist, wissen wir nicht. Tut mir leid. Wir wissen nur, es ist da. Wir wissen auch aus den Experimenten im Labor, also die Beschleunigerexperimente, dass es Elementarteilchen gibt, die man hier für das Zeug, aus dem wir bestehen, gar nicht braucht. Denn unsere Protonen und Neutronen sind zusammengebaut aus Quarks. Up-Quarks und Down-Quarks. Es gibt aber noch vier andere Quarksorten, die braucht man eigentlich für den Aufbau von uns gar nicht. Vielleicht braucht man sie für den Aufbau der kalten, dunklen Materie, denn einige dieser Quarks, namentlich eines davon, ist so schwer wie ein Goldatom. Möglicherweise setzt es ein Teilchen zusammen, das zur kalten, dunklen Materie beiträgt. Aber das alles sagt Ihnen nur etwas über das Universum, wie es heute ist. Früher, als das Universum viel, viel kleiner war, wo die Temperaturen viel, viel höher waren, bei einer Temperatur von 10 hoch 10 Kelvin, also von 10 Milliarden Grad, da lösen sich die Elektronen in nichts auf. Bei 10 hoch 12 Grad, also bei einer Billion Grad, da fangen Protonen an und lösen sich auf. Irgendwann gibt es überhaupt keine Teilchen mehr, es gibt nur noch Strahlung, es gibt nur noch Energie. Das heißt, das Universum war zu Anfang ein Zustand allerhöchster Temperatur, aber einer Dichte von nahezu null, weil sich die Teilchen und Antiteilchen ständig zerstört haben. Denn, und jetzt sind wir natürlich wieder da, wo wir immer wieder gerne hinkommen bei Alpha Centauri, wir sind bei E gleich mc². Und die Energie entspricht einer Temperatur. Im frühen Universum war die Temperatur sehr hoch. Das heißt, die Energien waren gewaltig. Und Strahlung konnte sich ständig in Teilchen verwandeln. Und Teilchen konnten sich in Strahlung verwandeln. Es gab überhaupt keinerlei festes Material. Es hätte keinen Tisch geben können im frühen Universum. Niemals. Es gab noch keine Protonen und Neutronen. Es hätte auch kein Gehirn geben können. Es gab nämlich noch nichts dergleichen. Es gab weder Moleküle noch schwere Elemente. Nichts. Das heißt, woraus das Universum besteht, ist immer eine Frage der Zeit. In welcher Zeit bewegt man sich? Und ich hoffe, Ihnen klargemacht zu haben, dass Lebewesen diese Frage immer erst stellen können, wenn das Universum sich schon eine unglaubliche Menge an Arbeit gemacht hat. Ja? Die Materie im Universum, so aus der, diese Art, aus der wir bestehen, ist das Resultat einer 14 Milliarden Jahre langen Entwicklung. Und wir müssen diese Frage, wenn wir sie beantworten wollen, können wir sie erst dann stellen und beantworten, wenn wir existieren. Und für unsere Existenz ist es notwendig, dass es etwas gibt. Übrigens, es ist interessant, im Englischen heißt es, gibt einen netten Spruch, es gibt Luminous Matter, Dark Matter und It Doesn't Matter.